Ja, ich kann sehr gut lesen. Ja, natürlich. Ja, nein, ich sehe mal. Meine Klamotte kann ich alleine anziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir einfach gut klarkommen miteinander. Hey Hertha-Fans, ich bin Jean-Paul und das war mein erster Tag in Berlin. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Oh ja? Bist du das erste Mal in Berlin? Das ist schon meine. eigentlich schon, ja. Ja, ich war natürlich schon mal hier mit Mainz, aber dann sieht man gar nichts von der Stadt oder einfach das ganze Leben hier. Deshalb alles neu für mich eigentlich. Ja. Und ich hab Bock drauf. Die Stadt, alle Leute kennen sie. Nicht alle Leute in Berlin, aber sind wahrscheinlich zu viel. Aber ich hab Bock einfach, ja, die Leute kennenzulernen. Auf was freust du dich in Berlin? Auf das Stadion. Aber dann jetzt. Nicht als Gäste, aber dann jetzt. Ja, natürlich, dass ich dann die 3 Punkte diesmal hier hole. Einfach hier bleiben dann diesmal. Ja. Kennst du irgendjemanden von dem Team jetzt, von den anderen Spielern? Ja. Seefalk natürlich, Holländer, ihn kenne ich schon ein bisschen. Und ja, die anderen Spieler habe ich natürlich schon mal getroffen, also Luke Bacchio zum Beispiel. Und Suat hat natürlich auch schon für Mainz gespielt. Wir waren keine Mitspieler, aber der war dann damals, als wir dann gegen ihn gespielt haben, war auch noch mal schon kurz in der Kabine, also haben wir auch ein bisschen gesprochen. Aber ja. Ich will die alle einfach kennenlernen und ich habe auch das Gefühl, dass wir einfach gut klarkommen miteinander. Für den Verein? Ja, so. Also nur die Herzsache. Oder? Okay, wie lange schon? 22 Jahre. Wow. Eine Legende. Da warst du nicht geboren fast. Doch. Ich sehe sehr jung aus, aber... Da ist die Dame. Ach. Jetzt bin ich auf 200. Ah, nein, kannst du lesen. Ja, ich kann sehr gut lesen. Nur das wird heute noch anstrengend, oder Kenneth? Ja. Geil. Ich hab gedacht, wir machen noch Laktattest oder... Nee. Super. Na, gib noch mal ein bisschen Gas. Ich kann auch die 300 Watt machen. Ich schon morgen wieder trainieren wahrscheinlich. Du, de France mache ich nach meiner Karriereende. Hast du ja auch einen Spitznamen? Ja, Djanga. Djanga ist mein Spitzname. Sehr gut. Djanga, ja. Kanga gibt's schon, aber. Okay, ja. Dankeschön. Ja. Genau. Kommst du klar hier, oder? Ja, natürlich. Ja, nein, ich sieh mal. Meine Klamotte kann ich alleine anziehen. Und Sachen weiter. Danke, Doki. Ciao, ciao.
schon Wasser von dieser Seite. Mhm. Servus. Servus. Ich bin der Athletiktrainer. Ah, okay. Wir haben gleich das Vergnügen zusammen. Okay, super, super, super. Mir nee, geht's gut. Ja? Moment noch. Sehr gut. Nicht nach. Nein, heute auch noch. Sonntag oder Freitag. Ah ja, nicht verlängern. Du wächst hier keine Note, das spielt hier keine Rolle. Genau, und hier, naja, gemerkt, du hast den schon mal gemacht. Ja. Okay, dann leg los. Hm? Super, davon brauche ich noch eine Wiederholung. Super, und dann kannst du wechseln auf die andere Seite. Sehr gut, sehr gut, prima. Den Vertrag unterschrieben, deshalb bin ich sehr zufrieden. Ein Stück zu mir drehen.